Gottlieb Daimler, ein großer Erfinder und einer der größten Automobilingenieure der Welt, wachte eines Tages auf und unternahm kühne und wagemutige Schritte, die die Geschichte des Automobils neu gestalten sollten. Von einem einfachen Lehrling entwickelte er sich zum Meister der Autoteileherstellung. Ein Pionier von nicht geringem Ansehen, der zusammen mit Maybach den Grundstein für moderne Automotoren legte. Doch die Dinge liefen aus dem Ruder, als unternehmerische Verfehlungen hinzukamen und die Firma spaltete sich auf, was zu einer spannenden Auseinandersetzung mit Geiern führte, die den Gründer aus seinem eigenen Unternehmen drängen wollten. Dies ist die Geschichte von Gottlieb Daimler. Gottlieb Daimler wurde am 17. März 1834 in Schorndorf, Württemberg geboren. Er war der Sohn eines Bäckers namens Johannes Däumler, was übersetzt Daimler bedeutet, und seiner Frau Frederika. Schon in jungen Jahren zeigte Gottlieb ein großes Interesse an Maschinen, und nachdem er im Alter von 13 Jahren eine sechsjährige Grundschulausbildung abgeschlossen hatte, ging er bei Büchsenmachermeister Hermann Reitel in die Lehre. Das änderte sich 1852, als er 18 Jahre alt wurde und sich für eine Ausbildung in Maschinenbau entschied. Diese neue Entwicklung zwang ihn jedoch, seine Heimatstadt auf der Suche nach Wissen hinter sich zu lassen. Sein neues Ziel war Stuttgart. Dort trat Gottlieb in die höhere Gewerbeschule unter der Leitung von Ferdinand von Steinbeis ein und seine Hingabe zum Lernen war unübersehbar. Berichten zufolge besuchte er jeden Sonntag einen zusätzlichen Vormittagskurs. Er genoss auch die Unterstützung seines Mentors, der ihm half, eine Stelle an der Fabrikschule, der sogenannten Rolle und Schwilke oder R&S in Grafenstaden, zu bekommen. Zu diesem Zeitpunkt nahm seine Karriere in diesem Bereich Fahrt auf. Er steigt stetig auf und wird im Alter von 22 Jahren zum Vorarbeiter ernannt, als R&S 1856 in die Herstellung von Eisenbahnlokomotiven einsteigt. Doch anstatt sich mit diesem Erfolg zufrieden zu geben, beschloss Daimler, seine Fähigkeiten weiter zu verfeinern. Er verlässt das Unternehmen vorübergehend und verbringt 2 Jahre am Stuttgarter Polytechnikum, wo er die Feinheiten des Lokomotivbaus kennenlernt und die Überzeugung entwickelt, dass die Dampfmaschine bald überholt sein wird. Im Jahr 1858 kehrte er zu R&S zurück. Nach weiteren 3 Jahren kündigte er offiziell und begab sich auf eine Reise, die ihn 1861 nach Paris und England führen sollte. Gottlieb arbeitete mit renommierten Ingenieurbüros in England zusammen und lernte den Umgang mit Werkzeugmaschinen kennen. Während seines Aufenthalts in England, das zu jener Zeit als Mutterland der Technik galt, besuchte er die Weltausstellung von 1862, auf der Dampfkutschen ausgestellt waren. Interessanterweise begeisterten ihn diese Kutschen nicht sofort, denn er konzentrierte sich auf die Verbesserung von Werkzeugmaschinen für Metall- und Holzbearbeitungsmaschinen. Nach 10 Jahren in Europa kam ein entscheidender Moment, als Gottlieb die Rolle des technischen Direktors in der Firma von Nikolaus A. Otto übernahm, dem Visionär hinter der Erfindung des Viertakt-Verbrennungsmotors. Ein Jahrzehnt später, im Jahr 1882, schlug er zusammen mit seinem erfahrenen Mitarbeiter Wilhelm Maybach ein neues Kapitel auf, indem er eine Motorenbauwerkstatt gründete, die Anfang des 20. Jahrhunderts zum Chefkonstrukteur der ersten Mercedes-Automobile werden sollte. Gottlieb lernt Maybach 1872 kennen, als N.A. Otto und Sie als Gasmotorenfabrik Deutz reorganisiert wird. Daimler übernimmt die Rolle des Fabrikleiters und übertrifft damit sogar Otto selbst. Unstimmigkeiten über die Motorenkonstruktion und eine wichtige Entscheidung führen jedoch dazu, dass Daimler kündigt und neben Maybach seine eigene Werkstatt in Cannstatt gründet. Nach seinem Rücktritt folgt der 38-Jährige seinem Partner und sie schließen sich der Deutz AG Gasmotorenfabrik in Köln an, dem damals größten Hersteller von Stationärmotoren weltweit. Dieser Schritt war bedeutsam, denn Gottlieb war ursprünglich nicht begeistert von Dampfmaschinen und der Idee von Maschinen, die mit Gas betrieben werden. Die Arbeit an diesem Modell hatte bereits während seiner Zusammenarbeit mit Otto begonnen, nahm aber erst nach seinem Weggang Gestalt an. Er war in gewissem Maße einflussreich und sein neuer Arbeitgeber nahm ihn und Maybach mit offenen Armen auf. Dies führte zu einer Reihe von schockierenden Ereignissen,
die Gottliebs Namen für immer in die Geschichtsbücher eintragen sollten. Bevor er Otto verließ, hatte sein Arbeitgeber mindestens 14 Jahre lang an der Erfindung eines Viertaktmotors mit gasförmigem Kraftstoff und komprimierter Ladung gearbeitet, der allgemein als Otto-Zyklus bekannt ist. In der Version, die der Technologie zugrunde lag, war dieses System für 4 verschiedene Kolbenhüber ausgelegt, die für Ansaugung, Verdichtung, Leistung und Auspuff arbeiteten. Sie war der dringend benötigte Ersatz für die damalige archaische Dampfmaschine. Sein Produkt blieb jedoch weitgehend primitiv und etwas ineffizient. Der letztendliche Erfolg war jedoch teilweise einem Mann wie Gottlieb Daimler und Maybach, dem Chefkonstrukteur des Unternehmens, zu verdanken. Der Motor wurde 1877 zugelassen, doch die Freude war nur von kurzer Dauer, da eines seiner 25 Patente angefochten und aufgehoben wurde. Diese Entwicklung löste bei Daimler Bedenken aus, da er einen eigenen Motor entwickeln wollte. Um dies zu verhindern, nahm er die Dienste eines Anwalts in Anspruch und entdeckte ein bereits bestehendes Kunstpatent aus dem Jahr 1862. Dieses Patent wurde Bode Rochas, einem französischen Bauingenieur, erteilt und deckte einen Viertaktmotor ab, was Ottos Behauptung, er habe den Motor erfunden, zunichte machen konnte. Das bedeutete, dass Gottlieb, wenn er seine eigene Erfindung baute, durch dasselbe Patent eingeschränkt werden würde. Möglicherweise waren die Diskussionen darüber, wie er die Patentprobleme zu lösen gedachte, bis zu seinem Arbeitgeber vorgedrungen. Und es kam zu persönlichen Differenzen zwischen ihm und Otto. Gerüchte über Eifersucht machten die Runde. Und es wurde berichtet, dass sein Arbeitgeber neidisch auf seinen universitären Hintergrund und sein Wissen war. Die beiden Visionäre gerieten in Bezug auf ihre Vorstellungen von Motorenanwendungen aneinander. Er strebte nach kleinen Motoren, die für den Transport geeignet waren, während Otto einen größeren anstrebte. Zu dieser Zeit trug keines der angemeldeten Patente Gottliebs Namen, und dies ist einer der weithin anerkannten Faktoren, die ihre Feindseligkeit schürten, bis er schließlich 1880 entlassen wurde. Für seinen Anteil am Wachstum des Unternehmens wurde er jedoch nicht ohne Belohnung entlassen. Als Entschädigung erhielt er 112.000 Goldmark in Aktien der Deutz AG, die sowohl seine als auch Maybachs Patente umfassten. Letzterer kündigte jedoch nicht sofort, sondern verließ erst nach kurzer Zeit die Firma und folgte Gottlieb Daimler. Dies wurde natürlich als großer Rückschlag empfunden, aber die beiden ließen sich nicht entmutigen. Sie fanden sich in Cannstatt zusammen, um die Motorenkonstruktion neu zu definieren. Auf sein Drängen hin verwarfen sie die schwerfällige Schiebeventilzündung zugunsten eines revolutionären Heißrohrsystems, das einem Engländer namens Watson zugeschrieben wurde. Der Grund für diesen Strategiewechsel waren die Unzulänglichkeiten der elektrischen Systeme, die für ihre ehrgeizigen Pläne zu langsam arbeiteten. Im Jahr 1882 zogen sie endgültig von Stuttgart in die Stadt. Mit 75.000 Goldmark aus der Entschädigung der Deutz AG sicherte sich Daimler ein charmantes Häuschen in der Cannstatter Taubenheimstraße. Trotz des Widerstands des Cannstatter Oberbürgermeisters beherbergt das 30.200 Goldmark teure Haus später 23 Mitarbeiter. Die beiden bauten ein gläsernes Gartenhaus mit einem Backsteinanbau aus und gestalteten es zu ihrer Werkstatt. Sie ahnten nicht, dass ihre fleißigen Aktivitäten bei den Nachbarn Unbehagen auslösen würden, die keine Ahnung hatten, was sie vorhatten. Das Missverständnis führte beinahe zu ihrer Verhaftung, da die Nachbarn sie für Geldfälscher hielten, die in ihrer Gemeinde einen Stützpunkt errichten wollten. Daher wurde ihr Haus in ihrer Abwesenheit gestürmt. Die Polizisten kamen mit einem Schlüssel, den sie vom Gärtner erhalten hatten, und durchsuchten die Räumlichkeiten. Bei der Überprüfung fanden sie nur Motoren und keine Anzeichen für gefälschte Produkte. Das reichte aus, um sie vor dem langen Arm des Gesetzes zu bewahren. Der nächste Schritt in der Entwicklung ihres Unternehmens bestand darin, einen Kraftstoff zu entwickeln, der für den Viertaktmotor geeignet war, den sie mit Otto entwickelt hatten. Dieses Vorhaben brachte sie dazu, ein Experiment mit einer leicht verfügbaren Erdölfraktion zu starten. Damals lieferte das Rohöl Schmieröl, Kerosin für Lampen und Ligroin,
eine Substanz, die hauptsächlich als Reinigungsmittel verwendet und in Apotheken verkauft wurde. Von all diesen Stoffen waren sie besessen von einem Derivat, dem sogenannten Leichtbenzin. Einem leicht zu beschaffenden Kraftstoff mit revolutionärem Potenzial. Um ihren Plan zu verwirklichen, mussten sie einen besseren Viertaktmotor als den von Otto bauen. Und es dauerte bis 1883, bis sie den dringend benötigten Durchbruch erzielten. Das Endprodukt war ein relativ leichter Viertaktmotor, der später im Jahr 1885 patentiert werden sollte. Daimler und Maybach legten den Grundstein für die Zukunft der Verbrennungsmotoren. Und was folgte, war eine Reihe überraschender Errungenschaften, auf die keiner von ihnen vorbereitet war. Schließlich hatten sie mit der Patentierung ihrer bahnbrechenden, mit Ligroin betriebenen Motoren Geschichte geschrieben. Die neue Erfindung übertraf alle Erwartungen. Sie war klein, aber leistungsstark genug, um bis zu 750 Umdrehungen pro Minute zu erreichen, die später, 4 Jahre später, auf etwa 900 erhöht wurden. Im Jahr 1884 brachte die Konstruktion 3 verschiedene Motoren hervor. Er war mit einem Zündsystem ausgestattet, das bis zum entscheidenden Jahr 1897 auf der Glührohrtechnik beruhte, als die elektrische Zündung von Bosch ihren Weg in Daimlers Kreationen fand, die unter dem Markennamen Mercedes Gestalt annahmen. Maybach war der kreative Kopf und bei der ersten Serie von Autos, die sie bauen sollten, stand er im Mittelpunkt, als es darum ging, einen bestehenden 24 PS Motor zu verbessern. Sein genialer Beitrag umfasste mechanische Einlassventile, die es dem Fahrer ermöglichten, präzise zu drosseln. Die Evolution ging weiter mit der Entwicklung eines leichten Chassis aus gepresstem Stahl mit einem Wabenkühler. Ein Konzept, das seine Wurzeln Paul Daimler, dem visionären Sohn Gottliebs, verdanken konnte. Sie erwarben ein Patent, das 1885 zur Herstellung des schnell laufenden Verbrennungsmotors führte, der damals in Rennwagen zum Einsatz kam. Ihr Erfindergeist führte auch zur Entwicklung des Vergasers, der den Weg über die Verwendung von Benzin als Kraftstoff ebnete. Die Liste der Errungenschaften ist beeindruckend und reicht vom ersten benzinbetriebenen Fahrrad im Jahr 1885 über das möglicherweise erste Motorrad der Welt bis hin zu einer vierrädrigen Kutsche, die ursprünglich von Pferden gezogen wurde, sich aber 1886 durch einen Einzylindermotor verwandelte und einem bahnbrechenden Boot, das 1887 von ihrem Benzinmotor angetrieben wurde. Im Jahr 1886 trafen mit Karl Benz und Gottlieb Daimler 2 Giganten aufeinander. Sie stellten beide ihre Automobile in Deutschland vor, etwa 100 Kilometer voneinander entfernt. Karls Automobil war vollständig patentiert und benutzte seinen eigenen erfundenen Motor. Gottlieb hingegen begann, die Grenzen dessen, was mit seinen Motoren möglich war, so auszutesten, dass sie viel schneller angetrieben werden konnten. Er verschwendete keine Zeit und baute einen eleganten, viersitzigen Phaeton von Wimpf und Söhne, um seine Kreation unterzubringen. Er und Maybach brachten in aller Stille eine amerikanische Modellkutsche in ihr Haus. Die wahre Natur ihres Vorhabens verschleierten sie geschickt, indem sie es als Geburtstagsgeschenk für Frau Daimler ausgaben. Was die Nachbarn nicht wussten, war, dass diese scheinbar gewöhnliche Kutsche einen revolutionären 1,1 PS Motor beherbergte, eine größere Version von Daimlers Großvater-Urmotor, der das Fahrzeug auf beeindruckende 16 Stundenkilometer beschleunigte. Aus diesem Experiment ging später das erste vierrädrige Fahrzeug hervor, eine Postkutsche, die Innovation und Geschwindigkeit nahtlos miteinander verband. Der getestete Prototyp verfügte über eine Reihe von Riemen, die das Fahrzeug durch die Straßen von Untertürkheim trieben, einem Ort, der heute von der MHP-Arena, dem ehemaligen Gottlieb-Daimler-Stadion, geziert wird. Aufgeben stand für diese Visionäre nicht im Wörterbuch. 1889 bauten sie ihr erstes Automobil und 1890 wurde die Daimler Motorengesellschaft in Cannstatt gegründet. Ein entscheidender Moment in der Automobilgeschichte. Sie machten sich daran, den ersten Mercedes zu bauen. Aber es dauerte schockierenderweise fast 10 Jahre, bis sie dieses Ziel erreichten.
Das Jahr 1889 war ein entscheidendes Jahr für Gottlieb Daimler. Das visionäre Duo stellte den Stahlradwagen vor. Ursprünglich wollten sie Pferdekutschen mit Motoren ausstatten. Über die deutschen Grenzen hinaus fand der Stahlradwagen seine Bühne in Frankreich, wurde zur Produktion zugelassen und im Oktober 1889 in Paris einem begeisterten Publikum vorgestellt. Der Wendepunkt kam 1890, als Daimler und Maybach in Cannstatt den Grundstein für die Daimler Motorengesellschaft legten. In der Unternehmensführung gab es zu diesem Zeitpunkt einige Veränderungen. Maybach übernimmt eine eher administrative Rolle als technischer Direktor der Firma, die sich nun voll und ganz in einen Automobilhersteller verwandelt hat. Sein Erfindungsreichtum war bei der Konstruktion des Vergasers von Bedeutung. Die Firma musste sich jedoch mit einem ernsten Fall von Patentverletzung mit einem Unternehmen in England auseinandersetzen, den sie schließlich gewann. Die Menschen erkannten den dringenden Bedarf an Qualitätsmotoren für Motorboote und Eisenbahnwaggons und so begannen die Gründer allmählich zu expandieren. In den 1890er Jahren gründete Gottlieb sein eigenes Motorenunternehmen, die Daimler Motorengesellschaft, DMG, und erhielt finanzielle Unterstützung von namhaften Persönlichkeiten wie Max Duttenhofer, Kilian von Steiner und Wilhelm Lorenz. Das Ziel der DMG war es, kleine, schnell laufende Motoren für den Transport zu Lande, zu Wasser und in der Luft zu bauen. Eine ehrgeizige Vision, die in einem Logo mit einem charakteristischen, dreizackigen Stern zum Ausdruck kommt. Ein bedeutender Meilenstein war schließlich der Einstieg der DMG in den Automobilmarkt im Jahr 1892. Der schnell laufende Reihenzweizylinder Phoenix, eine Kreation von Daimler und seinem genialen Mitarbeiter Maybach, verfügt über einen erfinderischen Sprühvergaser. Die erste Produktion war jedoch von einer ungewöhnlichen Ästhetik im Design des Wagens geprägt, ein Ergebnis der angespannten Beziehungen zwischen Daimler, Maybach und dem DMG-Vorstand. Inmitten dieser Entwicklungen sah sich Daimler mit persönlichen Herausforderungen konfrontiert. Ein gesundheitlicher Rückschlag im Winter 1892-93 veranlasst seinen Arzt, ihm eine erholsame Reise nach Florenz zu verschreiben. Dort lernt er die 22 jüngere verwitwete Hotelbesitzerin Lina Hartmann kennen, die er im Juli 1893 heiratet. Ihre Flitterwochen in Chicago fielen mit der Weltausstellung zusammen. In einem Punkt unterschied sich Gottlieb von anderen Erfindern dieser Zeit. Mehr als 5 Jahre lang folgte er dem Trend, dass viele Gründer ihre Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umwandelten, aus Angst vor dem Schicksal, das Pioniere wie Henry Ford, Ransom Olds, Carl Benz und August Horch ereilte. Die Liste der Visionäre, die ihre Unternehmen an die Börse brachten und dann von vermeintlich aufgeklärten Aktionären aus ihren eigenen Schöpfungen verdrängt wurden, wurde immer länger. Daher sah er sich mit dem Problem der offensichtlichen geschäftlichen Realitäten konfrontiert, mit denen er nun konfrontiert war. Gottlieb Daimler, nun motiviert durch ein neues Gefühl der Kontrolle, versucht seinen Anteil an der DMG zu erhöhen. Seine Bemühungen werden jedoch vereitelt, so dass er alle seine Aktien und Patente verkauft und schließlich aus dem Unternehmen ausscheidet. Trotz des früheren Ausscheidens von Maybach bleiben die Streitigkeiten bestehen und Daimler stößt auf den Widerstand der anderen Direktoren. Versuche, sich eine Mehrheitsbeteiligung zu sichern, stießen auf Widerstand und er sah sich gezwungen, alle seine Aktien und persönlichen Patentrechte der letzten 30 Jahre aufzugeben. Schweren Herzens nimmt Daimler 1893 das Angebot an, erhält 66.666 Goldmark und scheidet offiziell aus dem Unternehmen aus, das er mitgeprägt hat. Nachdem er aus dem Vorstand ausgeschieden war, teilten die neuen Anteilseigner nicht mehr den gleichen Antrieb für die Automobilproduktion. Stattdessen konzentrierten sie sich auf den Ausbau der Kapazitäten für stationäre Motoren. Eine Reihe von Übernahmen führte schließlich zur Übernahme von Benz und damit zur Produktion einer Reihe von Fahrzeugen, die Jahrzehnte später im Volksmund als Mercedes-Benz bekannt wurden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf das Video auf der rechten Seite, um die Geschichte von Audi zu sehen, einem weiteren Automobilgiganten, der einige der ersten Automotoren erfand, die die Branche für immer veränderten. Klicke auch auf das Video auf der linken Seite, um zu sehen, wie Volkswagen, ein ursprünglich staatlich geführtes Unternehmen, nach seiner Verselbstständigung auf eine Übernahmewelle ging und zur größten Automarke der Welt wurde.